Hey Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin gerade bei mir im Park für meinen täglichen Corona-Lockdown-Auslauf und meine Güte, es ist kalt geworden, ey. Es frostet richtig. Es hält bei mir zumindest die Hoffnung auf, dass es womöglich doch noch wenigstens ansatzweise weiße Weihnachten geben wird, aber wir werden sehen. Ich wollte heute mal die Zeit verwenden, um mit euch über ein Thema zu sprechen, was mir in letzter Zeit ein bisschen Bedenken gegeben hat, zumindest den letzten Monat. Heute ist der 30. November und es war bei mir so, dass ich jetzt quasi den kompletten November lang auf die soziale Mediumsplattform Instagram verzichtet habe. Und ich wollte heute einfach mal diesen Rundlauf verwenden, um mit euch so ein bisschen darüber zu reden, was Instagram generell für einen Effekt auf mich gehabt hat, was ich so für Gedanken hatte, während ich diese Plattform in Anspruch genommen habe. Und ja, was jetzt auch vielleicht so eine kleine Auszeit mit mir gemacht hat und wie ich jetzt einen Monat später darüber denke. Ich muss dazu sagen, ich war, bevor ich jetzt diese Entscheidung getroffen habe, mit Instagram aufzuhören, zumindest für einen Monat, schon ein bisschen abhängig davon, würde ich schon sagen. Also es war bei mir so, ich habe jetzt nicht unbedingt mega viel gepostet auf der Plattform selber, aber ich habe zumindest immer sehr oft gescrollt einfach. Und ich glaube, ja, das hat schon so Ausmaße angenommen, dass ich täglich vielleicht sogar eine Stunde, vielleicht sogar anderthalb Stunden auf dieser Plattform war. Das mag sich jetzt vielleicht noch im Rahmen des Erträglichen für manche anhören, aber ich hatte zumindest den Eindruck, dass das gerade bei so sozialen Medienplattformen wirklich sehr schnell sehr gefährlich sein kann. Zumindest, wenn man vielleicht so ein bisschen sensibler ist wie ich und einen F*** auf die Meinungen anderer gibt. Vorab möchte ich einmal gesagt haben, dieses Video soll jetzt kein Hate an Instagram sein oder irgendwas in der Art. Im Gegenteil, ich finde, die App ist eine super Möglichkeit, um andere Leute so ein bisschen an deinem Leben teilhaben zu lassen oder sie möglicherweise sogar zu Taten zu inspirieren. Ich denke nur eben, dass wenn du zu viel Zeit am Tag auf dieser Plattform verbringst, und vielleicht auch so ein bisschen sensibler bist, dass wirklich sehr schnell einen krassen Effekt auf dich haben kann. Vor allem, wenn du einfach nur, ich sag mal, parteiloser Zuschauer bist, wie ich es oft bin. Ich finde, das größte Problem, was ich sogar bei dieser App hatte, ist, eigentlich auch das, was es sogar so gleichzeitig so attraktiv macht. Nämlich die Tatsache, dass einfach jeder oder zumindest fast jeder irgendwie in deinem Freundeskreis oder generell in deinem sozialen Umfeld eben auch diese App hat. Ne? Das ist bei Facebook, genau dasselbe für Facebook, für Snapchat, für was auch immer. Und du wirst eben, sobald du eben diese Scrollsucht entwickelt hast, mit jeglicher Information konfrontiert, die diese Leute sich entscheiden, auf Instagram preiszugeben. Und ich finde, diese Bilder gemeinsam in Kombination mit all dem, was die Plattform Instagram dann an sich bietet, sprich Likes, Kommentare, Followeranzahlen, lässt sich selbst dich einfach sehr schnell mit deinem sozialen Umfeld vergleichen wollen und quasi immer besser werden wollen. Und ich finde erstmal, dieser Vergleich, dieser Wettkampf ist natürlich erstmal das, wovon alle sozialen Medienplattformen, YouTube natürlich auch, leben. Ist ja an sich auch jetzt erstmal gar nichts Schlechtes oder irgendwie Verwerfliches. Ich meine, gerade wenn du erstmal mit Instagram anfängst, ich habe mir Instagram, glaube ich, 2016 das erste Mal installiert, also vor knapp 4 Jahren, dann siehst du es wirklich noch als das Spiel an, was es auch eigentlich sein sollte. Ne, du nutzt es quasi erstmal nur, um irgendwie deine Urlaubsbilder zu posten oder, keine Ahnung, wenn du irgendwie gerade eine Schulfeier hast mit ein paar Freunden oder weiß ich nicht, ne, irgendwelche Belanglosigkeiten. Und gerade die Tatsache, dass all deine Freunde darauf sind, macht die Plattform natürlich auch ungemein attraktiv. Ne, du siehst vielleicht interessante Aktivitäten, die deine Freunde gerade machen und überlegst dir, hey, das kann ich doch auch machen. Und da tauscht ihr euch vielleicht auch aus über irgendwelche bestimmten Bilder oder taggt euch gegenseitig in irgendwelchen Memes. Und das finde ich total cool. Aber wenn du es als Person eben nicht schaffst, dich allein nicht darauf zu begrenzen, auf diesen Spaß, der es eigentlich sein sollte, das ist dann der Zeitpunkt, wo es wirklich doch sehr schwierig wird. Denn das Unvermeidliche tritt in Kraft. Du siehst einfach jedermanns Erfolge. Es ist ganz natürlich, wenn du einen Erfolg in deinem Leben hast, willst du natürlich, dass viele Leute davon erfahren und dir dann entsprechend positiven Feedback geben und du dann quasi noch mehr Erfolg verspürst. Ne? Es ist quasi diese ewige Sättigungsnot des Menschen. Und das ist der Punkt, wo es dann echt gefährlich werden kann. Ich bin ein Mensch, ich gebe zu, ich bin extrem schnell neidisch. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ich bin von Natur aus ein absoluter Neider. Und gerade dann,
wenn du selber das Gefühl hast, du bist gerade an so einem etwas kleineren oder vielleicht auch größeren Tiefpunkt im Leben. Ich denke, viele können das vielleicht mit der aktuellen Corona-Situation nachvollziehen. Da kann es dann sehr, sehr schnell zu gewissen Gedankenspielchen kommen. Und ich meine wirklich, so sehr ich den anderen Leuten den Erfolg gönne, Leute zu sehen, die wirklich großen Sporterfolg haben, die teilweise ihre ersten Fernsehauftritte haben, einfach dich selbst so im Kontrast dazu wahrzunehmen, zu bemerken, keine Ahnung, ich versauere hier gerade irgendwie an meinem Studiengang, ich versuche wirklich mich auch woanders zu bewerben und bekomme es Gott weiß warum auch einfach nicht hin. Ich finde, da bahnt sich dann auch einfach so ein bisschen Trauer und Wut an in dir. Ich glaube, ich habe es dann versucht, das so ein bisschen zu kompensieren durch so kleinere Projekte. Irgendwie zu versuchen, auf YouTube immer noch mal mehr rauszuholen, immer noch mal den weiteren Post zu machen und quasi auf so eine andere Plattform zu flüchten. Und die Erfolge, die ich dann da hatte, auch auf Instagram zu übertragen. Ich habe das immer in meinen Stories gepostet. Und ich will jetzt auch nicht den Erfolg von diesen Projekten irgendwie wegnehmen. Ganz im Gegenteil. Ich bin mega stolz auf meine YouTube-Projekte, es macht mir nach wie vor Spaß, ich werde es nach wie vor beibehalten. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es in Kombination mit Instagram oder mit diesem täglichen Einfluss du einfach sehr schnell das Gefühl hast, nie genug zu sein. Oder zumindest habe ich das so wahrgenommen. Jeden Tag, wo ich irgendwie ein Video gepostet habe und dann ein bisschen gescrollt habe, habe ich dann den nächsten gesehen, der beispielsweise einen neuen Job hatte, einen neuen Abschluss gemacht hat, irgendwie eine neue Freundin gefunden hat. Und so kriegst du, beziehungsweise habe ich oft das Gefühl gekriegt, nie genug zu sein. Es war ein ewiger Teufelskreis, aus dem du irgendwie nicht rausgekommen bist. Und so versuchst du dann eben einfach, dich weiter anzuschicken und noch größere und noch bessere Projekte zu machen. Wobei du eigentlich viel mehr auf Quantität statt auf Qualität gehst. Und das endet einfach in einem Wahn, der letzten Endes dich einfach nur ins Verderben führen wird. Mental jetzt gesprochen. Es ist so schlimm geworden bei mir, dass ich nachts wirklich teilweise kein Auge mehr zudrücken konnte. Also ich habe mich um 2 Uhr morgens noch rumgewälzt und mir Gedanken darüber gemacht, ob mein Image noch stimmt, ob ich immer noch beliebt genug bin, ob die Leute sich überhaupt noch irgendwie um mich kümmern. Und ich glaube, sich einfach darüber im Klaren zu sein und bewusst zu werden, wie schwachsinnig überhaupt solche Gedanken sind. Und dann auch die Entscheidung zu fassen, hey, setz jetzt den Cut, mach einen Monat lang vielleicht mal Pause, war, denke ich, schon die richtige Entscheidung. Okay, sorry, jetzt muss ich die Kamera einmal kurz ans Stativ binden und mich hier hinsetzen, weil die ist wirklich nicht zum Vloggen geeignet und wird nach einer Zeit echt richtig schwer. Genau, jetzt möchte ich so ein bisschen darüber sprechen, was es für einen Effekt hatte, mit Instagram überhaupt aufzuhören, wie sich das auf mich ausgewirkt hat. Und ich muss vorab tatsächlich sagen, die ersten paar Tage, die waren sogar ziemlich stressig. Also ich habe gemerkt, es ist wirklich zu so einer kleinen Sucht in meinem Leben geworden. Einfach konstant versuchen zu gucken, was andere Leute zu tun haben. Ich habe das Gefühl, das nicht zu haben, hat bei mir schon zu so kleinen Entzugserscheinungen quasi geführt. Also es ist so schlimm geworden, dass ich Instagram tatsächlich in eine separate Slide packen musste. Aber ich würde sagen, dass ich dann im Verlauf des Monats tatsächlich viel entspannter geworden bin. Also ich habe gemerkt, auch arbeitstechnisch konnte ich mich dann auch wirklich wieder richtig auf meine Projekte konzentrieren, hatte viel weniger Ablenkung. Wobei ich natürlich doch sagen muss, dass ich weiterhin Kontakt zu anderen Leuten hatte, auch über soziale Medien wie beispielsweise über WhatsApp. Und das war dann auch bei weitem nicht so schlimm für mich, wie auf Instagram einfach jeden Tag zu sehen, was jeder irgendwie zu treiben hat und sich das dann irgendwie zu Kopf steigen zu lassen. So, morgen ist der 1. Dezember. Da wäre dann quasi das von mir persönlich aufgestellte Ziel, einen Monat lang kein Instagram mehr zu verwenden, dann für mich vorbei. Und jetzt stellt sich natürlich für mich die Frage, ob mir die Zeit so gut getan hat, dass ich mich dazu entscheide, es weiterzumachen. Und ich muss sagen, ich bin tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen, weil Instagram für mich auch quasi so eine kleine Kreativitätsquelle ist, wenn man so will. Also du kriegst einfach sehr viele neue Eindrücke, bam, 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 auf einen Schlag. Nur eben verbunden mit diesem ganzen sozialen Konzept, was ja an sich auch erstmal nicht falsch ist, kann das eben zu angesprochenen Effekten führen, zumindest bei mir.
denke schon, dass ich auf jeden Fall weiter scrollen und posten werde, nur eben mit entsprechendem Bedacht. Ich glaube, eben sich einfach darüber im Klaren zu sein, bringt dir und ja, deiner mentalen Gesundheit einfach schon unglaublich viel. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch so ist, ob ihr auch solche Probleme mit Instagram oder generell mit sozialen Plattformen habt. Gibt natürlich auch Snapchat, Facebook, TikTok. All das ganze Zeug läuft natürlich auf selber hinaus. Vielleicht seid ihr auch welche, die sagen, ist mir eigentlich scheißegal, was Leute von mir denken. Oder ich denke auch nicht, dass ich irgendwie wertlos bin, wenn ich mal 5 Wochen lang nichts zu posten habe oder vorzuzeigen habe. Solche Leute gibt es natürlich auch. Und wenn ihr so seid, beneide ich euch da absolut für. Ich finde das mega cool. Nur wenn ihr vielleicht dann eher so ein kleines Sensibelchen wie ich seid oder euch das zu Kopf steigen lasst, dann kann ich euch das wirklich raten, vielleicht auch einmal, muss ja nicht unbedingt ein Monat sein, aber vielleicht auch mal eine Woche einfach Pause zu nehmen, ein bisschen Distanz dazu gewinnen. Ich glaube, das ist schon ziemlich gesund. So, dann vollkommen im Kontrast zu der eigentlichen Message dieses Videos, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, teilt das Video mit euren Freunden und schreibt mir in die Kommentare, was für eine geile Sau ich doch bin und wie krass wertvoll mein Leben doch ist. Nein, Spaß, müsst ihr natürlich nicht machen, nur wenn ihr dazu wirklich Bock habt, ich will niemanden zu irgendwas zwingen. Weil auf YouTube bleibt alles nur ein großer Spaß und da gibt es kaum andere Leute aus meinem Privatleben, die dort was posten, was ich kenne und was mir eventuell zu Kopf steigen könnte. Von daher, bleibt einfach auf YouTube und genau, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr solche Real Talk Videos findet. Fände ich mal interessant zu sehen, was ihr jetzt davon gehalten habt. So, macht's gut, meine Freunde. Habt einen fantastischen Tag und ich freue mich darauf, euch in naher Zukunft weiterhin begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Paulus. Peace.